SV Links 1. FC Nürnberg 1:2. Ein später von Treffer von Torjäger Michael Eischek hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg bei Außenseiter SV Links knapp den Einzug in die zweite Runde beschert. Die Nürnberger schrammten im Pokal dank Eischek knapp an einer Blamage vorbei. Der Klub kam am Samstag, 18. August 2018, beim Fünftligisten SV Links nach einer indiskutablen Vorstellung nur zu einem mühevollen und glücklichen 2:1. Eine Woche vor dem Ligaauftakt bei Hertha BSC wartet auf FCN-Trainer Michael Köllner noch jede Menge Arbeit. Eischek brachte den neunmaligen deutschen Meister und viermaligen Pokalsieger in der 15. Minute in Führung. Marco Rubio gelang für den südbadischen Oberligisten aus dem 1200 Seelendorf mit einem Foul-Elfmeter, 20. Minute, der Ausgleich. Erneut Eischek sorgte spät für die Entscheidung, 88. Nürnberg übernahm zunächst schnell die Initiative. Nach einem ersten Warnschuss von Hanno Behrens 8. hätte kurz darauf der völlig freistehende Edgar Selly die Führung für die Gäste erzielen müssen. Eischek machte es später bei einem Abstauber nach einem Freistoß besser und traf zum 1:0. Doch die Gastgeber kamen nach einem Elfmeter zum Ausgleich. Die Nürnberger agierten danach viel zu umständlich und harmlos. Auch nach dem Wechsel änderte sich wenig. Dem Klub fehlten Leidenschaft, Ideen und viel zu oft die Klasse vor dem Tor gegen tapfere Linkser. Die verpassten durch Rubio das 2:1, 74. ehe Eischek den FCN doch noch jubeln ließ. Riedinger, Kopf, 66. Recht, Schmieder, Gülsoy, Feist, Henkel, 90. Braun, A. Merkel, Venturini, Dusset, 89. Vollmer, Rubio, Bretlo, Valentini, 46. Robauer, Markreiter, Mühl, Leibold, Petra, Selly, 61. Palacios, Martinez, Behrens, A. Fuchs, 78. Knöll, Zrelak, Eischek, 0:1, Eischek, 15. 1:1, Rubio, 20. Foul, Elfmeter, 1:2, Eischek, 88. Schmieder 1, Markreiter 1a. Merkel 1, Stand, Samstag 18. August 2018, 17.25 Uhr, SitDPA, Stand, 18. August 2018, 17.20 Uhr, Sportschau.de, Fußball, DFB-Pokal-Darstellung.